Hallo und herzlich willkommen zum Wochenrückblick der Allgäu TV Nachrichten, liebe Zuschauer. Selbst wenn Sie das ein oder andere Mal unsere wochentägliche Nachrichtensendung um 18 Uhr verpasst haben, wir haben die wichtigsten Meldungen für Sie noch einmal zusammengefasst. Von Stiefenhofen nach Auschwitz mit dem Fahrrad. Der Babenhauser Martin Krick hat sich kein herkömmliches Ziel für eine Fahrradtour ausgesucht, aus einem ganz bestimmten Grund. Nie wieder lautet seine Botschaft und das ist auch der Titel seiner Tour. Nie wieder soll sich das, was sich vor mehr als 75 Jahren in Auschwitz ereignet hat, wiederholen. Die rund 1300 Kilometer vom Allgäu bis nach Polen möchte Martin Krick zur Erinnerung an die Deportation vieler jüdischer Mitbürger der Region Schwaben radeln. Am Montag, am Europäischen Tag der jüdischen Kultur, startete er in Stiefenhofen und legte einen Stopp am Memminger Synagogengedenkstein ein. Im strömenden Regen und trotzdem hochmotiviert kamen Martin Krick und seine Mitradler gestern in Memmingen an. Ursprünglich sollte die Nie-Wieder-Tour von Stiefenhofen nach Auschwitz bereits im Mai stattfinden. Doch aufgrund der Corona-Pandemie war dann lange Zeit unsicher, ob Martin Krick überhaupt noch in diesem Jahr nach Auschwitz aufbrechen könnte. Dann habe ich mich entschieden, auch nach den Ereignissen diesen Sommer in Halle, es doch zu machen dieses Jahr noch. Und insbesondere hat mich eins aufgeregt, dass einer der Herren aus der AfD in diesem Sommer ungestraft sagen konnte, oder im Frühjahr war es, es wird Zeit, dass in Deutschland mal wieder richtig ausgeschwitzt wird. Das ist unerträglich und das hat mich einfach rebellisch gemacht. Und so stehen wir hier und fahren jetzt heute noch nach Fellheim und dann nach Ichenhausen und dann weiter nach Auschwitz in die internationale Jugendbegegnungsstätte. Dafür sammelt Martin Krick auf seiner Tour Spenden. Im Mittelpunkt der internationalen Jugendbegegnungsstätte steht die Aufarbeitung der Geschichte für junge Menschen aus allen Teilen der Welt, besonders aber aus Polen und Deutschland. Die ersten Spenden gingen gestern schon ein. Unter anderem 180 Euro der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, überreicht durch Memmingens Altoberbürgermeister Dr. Ivo Holzinger. Die 18 ist im jüdischen Glauben eine heilige Zahl. Neben dem Sammeln von Spenden verfolgt Martin Krick mit der Tour ein weiteres großes Ziel. Mit der Tour möchte ich einmal erreichen, dass neben den vielen rechten Aussagen zur Vergangenheit und des Leugnen und auch zu den vielen neuen Aussagen, die kommen, den Ereignissen in Berlin, die wir letzte Woche hatten, möchte ich eigentlich mal einen anderen Tenor in der Presse lesen und auch im Fernsehen sehen, dass es auch positive Einstimmungen und ein Statement gibt, dass man sich dieser Vergangenheit stellen muss und insbesondere, dass mit der internationalen Jugendbegegnungsstätte eine Institution zur Verfügung steht, wo eigentlich jede Oberstufe mal gewesen sein sollte, um sich mit dieser Vergangenheit auseinanderzusetzen. Vor etwa 2 Jahren kam Martin Krick die Idee zur Nie-Wieder-Tour nach Auschwitz. Lange hat er nach einem passenden Startpunkt gesucht und ist bei seinen Recherchen auf die Geschichte der 5-jährigen Gabi aus Stiefenhofen gestoßen. Gabriele Schwarz kommt 1937 als Tochter einer wohlhabenden Familie in Marktoberdorf zur Welt. 3 Wochen nach ihrer Geburt findet sie Unterschlupf bei der Familie Eichele in Stiefenhofen, denn Gabis Familie ist jüdisch. Auf dem Land soll sie in Sicherheit aufwachsen. Doch im Alter von 5 Jahren wird Gabi entdeckt, nach Auschwitz deportiert und dort 1943 ermordet. Ab Frühjahr 2021 wird die Wanderausstellung Geliebte Gabi zur Geschichte des kleinen Mädchens im Memminger Stadtmuseum gezeigt. Ihr und allen anderen deportierten jüdischen Mitbürgern aus Schwaben widmet Martin Krick seine Tour. Also wir haben ein festes Tagesziel heute. Und ein festes Tagesziel am 17.09. in Auschwitz. Heute werden wir also bis Ichenhausen fahren und dann machen wir es ein bisschen witterungs- und streckenabhängig. Die Gesamtstrecke ist 1300 Kilometer und die werden wir in 12 Tagen fahren. Und die anderen Stationen jetzt, das wird dann täglich entschieden, wo wir weiterfahren. Wir bringen die Grüße der in Schwaben deportierten Menschen nach Auschwitz und wollen dann entsprechend das Lager noch besichtigen und uns mit dem Thema auseinandersetzen.
In einem Koffer auf Martin Kriegs Gepäckträger bringt er Erinnerungsstücke aus der NS-Zeit von Stiefenhofen, Memmingen, Fellheim und Ichenhausen nach Auschwitz. In der internationalen Jugendbegegnungsstätte will er diese dann bei seiner Ankunft am 17. September abgeben. Allein ist er nicht unterwegs. Ein Kollege aus der Nähe von Ravensburg will die gesamten 1300 Kilometer mitfahren. Und auch sonst ist jeder dazu eingeladen, Martin Krieg auf seinem Weg zu begleiten. In 2 Jahren hätte sie 140-jähriges Jubiläum feiern können, die Freiwillige Feuerwehr Inneberg. Inneberg ist ein sehr kleiner Ortsteil der Gemeinde Egg an der Günz im Unterallgäu. Rund 70 Einwohner hat sie derzeit noch. Und das ist auch der Grund, weshalb die Jubiläumsfeier nicht stattfinden kann. Denn die Feuerwehr musste sich vor kurzem auflösen, der Nachwuchs fehlte. Ein Besuch bei den ehemaligen Feuerwehrlern hat aber gezeigt, die Gemeinschaft der Wehr hält auch über die Auflösung hinweg an. Die Spinnweben zwischen den Stiefeln verraten es. Diese Feuerwehrausrüstung wurde schon länger nicht mehr benutzt. Denn die Freiwillige Feuerwehr Inneberg rückt bereits seit einiger Zeit nicht mehr zu Einsätzen aus. Im Grunde genommen existiert sie nämlich gar nicht mehr. In den letzten Jahren hat sich abgezeichnet, dass wir zu wenig Nachwuchs haben und zu wenig Einwohner. Einwohnerzahl ist von 100 auf knappe 70 geschrumpft. Sind viele weggezogen, auch beruflich. Und die Stärke von 16 Mann, die wir immer gehabt haben, haben wir nicht mehr halten können zum Schluss. Das heißt, in der Nacht waren wir noch einsatzbereit und am Tag haben wir uns sowieso schon rausgenommen aus dem Alarm. Eigentlich ist die Vorgabe für eine Feuerwehr eine Stärke von 27 Männern und Frauen. Für die Inneberger galt eine Ausnahmeregelung, weil der Ort so klein ist. Die Anzahl der Mitglieder lag schon immer unter der 20. Also die Feuerwehr Inneberg wurde gegründet 1871 als Teilfeuerwehr der Feuerwehr Oberschöneck. Und selbstständig wurde die Inneberger Feuerwehr dann 1882. Also am Anfang waren es 17 Mitglieder, da wurde die Feuerwehr gegründet. Ganz interessant, mein Ururopa war Gründungsmitglied der Feuerwehr. Ja, und dann ging es so über die Jahre bis 1914 natürlich, die Tätigkeit ruhte im Ersten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg 1939 bis 1945 oder sogar 1949 ruhte die Tätigkeit auch. Und in der gesamten Zeit hat man 18 Kommandanten, wobei einer war zweimal, das war der David, der letzte Kommandant, der war schon in den 90er Jahren Kommandant und jetzt zum Schluss nochmal. Früher war die Feuerwehr eine reine Männerdomäne. Doch wie in so vielen Bereichen gibt es auch hier inzwischen natürlich weibliche Mitglieder. Die Inneberger Feuerwehr war in der Hinsicht sogar sehr fortschrittlich, erzählt Andreas Weber. Ja, da waren wir ganz am Anfang mit dabei, also so auch im Landkreis Unterallgäu. Wir hatten die erste Frau, ich kann es nicht genau sagen, aber auf jeden Fall schon Mitte der 90er Jahre. Und eigentlich auch ganz witzig, so Ende der 90er Jahre kann ich mich an einen Artikel im Fokus erinnern. Da wurde meine Feuerwehr irgendwo in Niedersachsen vorgestellt mit dem höchsten Frauenanteil. Und den haben wir in Inneberg überschritten. Wir hatten damals schon 5 Frauen und das bei 16 Mitgliedern. Also hat man damals schon einen riesengroßen Frauenanteil, aber im Fokus ist das leider nie gekommen. In Zukunft haben die Mitglieder der Inneberger Feuerwehr keine Übungen oder Einsätze mehr. Was aber die Gemeinschaft angeht, werde sich eigentlich nichts ändern, sagt Schäfer. Vor allem, weil die Gründung eines Brauchtumsvereins geplant ist. Der werde auch noch den Frauentreff im Ort mit einbeziehen und so den Zusammenhalt eher noch verstärken. In dem bisherigen Gerätehaus soll eine Art Museum entstehen. Die alte Feuerwehrspritze wird da reinkommen, die Spritze wird auf Eck kommen, also das ganze Gerätschaft kommt auf Eck zur Hauptfeuerwehr. Und wir machen so einen Brauchtumsverein und so alte Helme haben wir noch und alte Sachen, also das pflegen wir dann. So ein Brauchtumsverein. Also wir haben noch die Originalrechnung von unserer ersten Feuerwehrpumpe. Die hat damals 500 Reichsmark und 50 Pfennig gekostet. Auch andere Utensilien sind da noch aufgeführt, wie Helme, Feuerwehrleitern, Schläuche, eine Lampe und so verschiedene Sachen, die dann alle zwischen, keine Ahnung, 3 und 5 Mark gekostet haben. Ist ganz interessant, das auch heute noch anzuschauen. Die alte Spritze jedenfalls funktioniert noch immer einwandfrei.
Man sieht, am Können der Inneberger lag es nicht, dass die Feuerwehr aufgelöst werden musste. Und auch nicht an der Motivation. Vor allem David Schäfer sind hier alle dankbar, dass er sich zuletzt noch einmal zum Kommandanten stellte. Und wie bedankt man sich dafür? Zicke-Zacke, Zicke-Zacke! Hey, hey, hey! Zicke-Zacke, Zicke-Zacke! Hey, hey, hey! Wir sind sie! Gut sind sie! Wir sind sie! Gut sind sie! Wir sind sie! Gut sind sie! Meins sind die gut! David, geil, war die speziell. Dankeschön. Rund 1,7 Millionen Schüler sind am Dienstag wieder in das neue Schuljahr gestartet. Zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Schulbus. An den Bushaltestellen und vor den Schulen ist also jetzt wieder täglich einiges los. Da ist vor allem die Sicherheit der Schulkinder wichtig. Beim Polizeipräsidium Schwaben Südwest steht der Schulweg im Fokus der Verkehrsüberwachung. Auf der einen Seite sollen die Schüler den richtigen Weg zur Schule kennen, auf der anderen Seite müssen sich aber auch die Verkehrsteilnehmer an gewisse Regeln halten. Eine Altusrieder Grundschule hat einen besonderen Weg gefunden, um die Autofahrer etwas zu sensibilisieren. 7.30 Uhr an der Grundschule in Kimratshofen. Der erste Schultag nach den Sommerferien steht an. Vor allem für die Erstklässler ein besonderer Tag. In dem Altusrieder Ortsteil liegt die Grundschule direkt an einer stark befahrenen Staatsstraße. Einige Schülerinnen und Schüler kommen mit dem Bus zur Schule, die meisten aber gehen zu Fuß. Das ist auch die Empfehlung der Polizei. Denn dabei lernen die Schülerinnen und Schüler, besser mit den Gefahren auf dem Schulweg und im Straßenverkehr umzugehen. Damit aber alle Kinder täglich heil in der Schule ankommen, müssen nicht nur die Schüler die Regelungen kennen und beachten, sondern natürlich auch die Autofahrer. So, die ersten 4 Tage sind für uns Schwerpunkttage, wo die Kollegen in unserem Zuständigkeitsbereich an sämtlichen Schulen sind, sei es mit Geschwindigkeitskontrollen, sei es mit Anhaltekontrollen, Gott, Sicherungspflicht der Kinder im Fahrzeug. Für uns war das heute eben diese Auftaktaktion, initiiert auch mitunter durch die Schule, dass wir heute hier diese Verkehrsteilnehmer mit den Schülern da auf diesen ersten Schultag vorbereiten. Was normalerweise die Polizei den Verkehrsteilnehmern vermittelt, wird heute von den Schülerinnen und Schülern selbst in die Hand genommen. Ziel ist es, den Autofahrern, aber auch anderen Verkehrsteilnehmern, die Sicherheit der Kinder wieder ins Gedächtnis zu rufen. Und ich denke, wenn Sie das von diesem Personenkreis Kind gesagt bekommen, das einfach nochmal präsenter und vielleicht einprägsamer ist, als wenn jetzt ein Polizeibeamter mit erhobenem Zeigefinger dasteht und Ihnen das so erklärt. Bei der heutigen Kontrolle steht vor allem das vorausschauende Fahren und die Bremsbereitschaft im Vordergrund. Das ist nämlich hier an der Staatsstraße das größte Problem. Vor allem morgens geht hier der meiste Berufsverkehr durch. Da schadet eine kleine Ermahnung bei dem einen oder anderen nicht. Ich habe denen gesagt, dass sie während der Schulzeit nicht so schnell fahren sollen und halt immer bremsbereit sollen, wenn Kinder rübergehen sollen. Ich habe halt denen gesagt, dass sie bremsbereit sein sollen, weil die Schulkinder laufen da drüber und dass wir jetzt Schulanfang haben, dass sie halt auch langsam fahren sollen. Bisschen erschrocken, aber bei manchen auch gut angekommen ist. Sie haben gesagt, es ist in Ordnung und haben gesagt, ja, das machen sie nächstes Mal. Und das hoffentlich nicht nur am ersten Schultag, sondern auch das restliche Schuljahr über. Für die Polizei gehört die Schulwegüberwachung mittlerweile zu einer der wichtigsten Verkehrskontrollen. Daher wird auch zu Beginn des neuen Schuljahres verstärkt kontrolliert. Oft, man sieht es ja hier an der Situation, Schule direkt an der Straße, auch die Örtlichkeit nicht dazu geeignet ist, dass viele Eltern hier mit ihren Fahrzeugen anhalten, zusätzliche Sichthindernisse schaffen und Gefahrenpunkte, wo sich dann Schüler, die doch zu Fuß kommen, durchschlängeln müssen. Deswegen ist aus unserer Sicht einfach der Zu-Fuß-Weg ein Weg, den man auch trainieren und dann auch sicher am Verkehr teilnehmen kann. Nach der heutigen Aktion zieht die Polizei erstmal eine positive Bilanz. Die meisten Autofahrer haben die Aktion gut aufgenommen und den Schülern gegenüber Verständnis gezeigt. Nur einige wenige zeigten nicht so viel Verständnis. Die Kontrollen werden hier auch in den nächsten Tagen weitergeführt, dann aber nur durch die Polizei und nicht mehr durch die Kinder. Die müssen schließlich nun wieder die Schulbank drücken. Wenn Sie Höhenangst haben, dann ist die Sportart aus unserem nächsten Beitrag nichts für Sie.
Und auch Flugangst ist etwas, was man auf keinen Fall mitbringen sollte. Denn schließlich geht es beim Fallschirmspringen erst einmal auf mehrere tausend Meter in die Höhe, bis Furchtlose aus dem Flugzeug springen und sich dann teilweise erst einmal mehrere Meter kopfüber im freien Fall befinden, bis sie ihren Fallschirm ziehen. Für den einen oder anderen wirkt das vielleicht jetzt schon ein bisschen verrückt. Für die, die gerade in Kaufbeuern trainieren, ist allerdings das eine Leidenschaft und auch ein Hochleistungssport. 3500 Meter über dem Boden und somit so weit oben, dass sie von unten mit dem bloßen Auge fast gar nicht mehr zu sehen sind. Für einen Außenstehenden eine unfassbare Höhe. Für die Sportfördergruppe Fallschirmspringen aus dem oberbayerischen Altenstadt ist das allerdings Alltag. Bis Donnerstag sind die Sportler am Fliegerhorst in Kaufbeuren zu Gast und trainieren in drei Disziplinen ihre Sprünge. Einen kleinen Einblick darüber, was hier geleistet werden muss, bekommt da auch der Gastgeber. Denn auch Oberst Martin Langer vom Fliegerhorst muss oder darf im Tandemsprung einmal ran. Ja, das war das erste Mal, dass ich überhaupt aus dem Luftfahrzeug ausgestiegen bin, wenn das noch fliegt. Am Boden passiert das ja häufiger, aber ganz am Anfang, wenn das Rolltor aufgeht und der Fahrtwind reinkommt, da denkt man sich, naja, wenn das mal eine schlaue Idee war, aber war alles einwandfrei. Ich habe mich sehr sicher gefühlt. Bisschen kalt da oben am Anfang, aber das geht relativ schnell vorbei. Bereits früher schon waren die Fallschirmspringer in Kaufbeuren zu Gast. Heute sind es 9 Sportler, die hier ihre Übungen absolvieren. Und die Bedingungen im Ostallgäu scheinen zu taugen. Für uns sind die Bedingungen optimal. Also wir haben hier sehr wenig Flugbetrieb, wir haben schöne Umlaufzeiten. Das Wetter ist auch optimal gewesen, die Wochen, wo wir jetzt hier waren. Wir haben ja vor 2 Wochen schon mal trainieren dürfen. Und für uns ist das optimal. Es ist knappe 20 Minuten von unserer eigentlichen Trainingsmöglichkeit entfernt. Also es sind kurze Wege und das passt für uns super, ja. Die Sportler trainieren hier Formations-, Stil- und Zielsprung. Und das heißt auch, die Abläufe am Boden zu üben. Und das immer und immer wieder. Also vieles findet am Boden statt. Also man denkt ja immer, man trainiert alles in der Luft. Das stimmt tatsächlich nicht. Da steckt natürlich mehr dahinter. Also einerseits trainieren wir im Windtunnel in München. Da können wir, das ist so ein Windkanal, da liegt man auf der Luft. Da verbringen wir sehr viel Zeit drin. Und wir haben in Altenstadt auch so Simulationen, wo man den freien Fall so ein bisschen simulieren kann und auch einen Zielsprunghänger, wo man das Ganze am Boden üben kann, bevor man das immer in der Luft machen muss. Und der Rest findet natürlich dann hier jetzt diese Woche in Kaufbeuren statt, wo man wirklich aus dem Flieger springen. Das macht dann auch Spaß. Ja, und das ist unser Training. Das viele Training hat dabei nicht nur mit der Sicherheit zu tun, sondern auch mit dem Leistungsanspruch. Denn bei der Bewertung des Sprungs geht es in jeder der Disziplinen um Präzision. Und das auch bei Fallgeschwindigkeiten von mehreren 100 km/h. Man beschleunigt vorher im freien Fall bei der Stildisziplin. Also bei mir ist es so ungefähr 400 km/h. Und wenn man mal selber die Hand aus dem Fenster gehalten hat, spürt man ja, wenn man jetzt 50 fährt, ist da relativ wenig Druck. Und wenn man mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit hat, wie das dann drückt, je nachdem, wie man die Hand bewegt. Und das dreht natürlich schneller, je höher die Geschwindigkeit ist. Aber diese Geschwindigkeit braucht es beim Stilsprung. Denn die Saltos und Drehungen müssen so schnell wie möglich absolviert werden und dabei dann trotzdem noch so sauber wie möglich innerhalb von Sekunden. Im Zielsprung geht es hingegen um die Landung und auch hier sind die Ansprüche hoch. Fürs Zielspringen haben wir eine elektronische Messscheibe und da gilt es ja quasi, die Springer springen aus 1000 Meter raus und steuern halt so genau ihren Schirm, dass sie dann hier diesen gelben Punkt, das ist der sogenannte Nullpunkt, den gilt es quasi zu treffen. Der hat einen Durchmesser von 2 cm und die Kunst ist es beim Zielspringen halt eben, den so genau zu treffen, dass man genau hier die Mitte trifft. Sieht man an der Anzeige, 0-0 ist dann quasi das Zeichen, okay, man hat die Mitte getroffen, wird auch akustisch angezeigt, dann weiß der Springer automatisch gleich, er hat die 0 getroffen. Und da geht es quasi jeden Zentimeter raus. Also wenn ich jetzt hier wo drücke, 2 cm war es quasi von der 0, 2 cm Abweichung. Und die Kunst ist es halt einfach, den Schirm so exakt auszusteuern, dass man jedes Mal mit der Ferse, hat man so einen speziell präparierten Schuh, ist so eine Hacke hinten dran und da versucht man halt eben immer diese 0 zu treffen. Einer der erfahrensten Sportler, der gerade in Kaufbeuren trainiert, ist Stefan Wiesner. Über 14.300 Sprünge hat er bereits absolviert. Von Müdigkeit ist bei ihm keine Spur.
Ja, allein schon einfach die Freiheit da oben, dass ich quasi im freien Fall schon machen kann, was ich möchte, ohne mir irgendwo weh zu tun. Auf dem Trampolin muss ich mir zweimal überlegen, ob ich ein Doppelsalto vorwärts mache oder so. In der Luft mache ich es einfach, wenn ich weiß, dass ich noch hoch genug bin. Und das ist eigentlich ja mit das ja, Netteste, so, dass man da wirklich alles probieren kann, ohne sich wirklich weh zu tun sozusagen. Vielen geht es tatsächlich so, die über die Jahre hinweg im Leistungssport das nur noch als ja, Arbeit sehen. Ich bezeichne mein Training jetzt immer noch nicht als Arbeit, sondern ich habe noch sehr viel Spaß dabei, selbst nach über 20 Jahren jetzt im aktiven Leistungssport. Und ich springe auch noch am Wochenende neben dem Training, weil es mir wirklich eine Leidenschaft ist und so. Da mache ich dann andere Disziplinen und das ist eigentlich gerade das Schöne beim Springen, dass man eben so eine riesen Abwechslung hat, weil man verdammt viele Disziplinen da irgendwie bedienen kann. Also das ist das Schöne. Am Wochenende geht es für die Sportfördergruppe zu den deutschen Meisterschaften nach Bodenfelde. Und wer weiß, vielleicht geht es zu Übungen ja auch in Zukunft wieder öfter auf 3500 Meter Höhe über Kaufbeuren. Entdecken Sie mit Komm mit die ganze Welt des Reisens. Ob Wandern, Erlebnis oder Rundreisen, Kreuzfahrten entlang der schönsten Flüsse oder Urlaubsreisen nach Spanien, an die Adria und zur Insel Ischia. Komm mit ist Ihr zuverlässiger Reisepartner im Allgäu und in ganz Europa. Komm mit. Sie packen die Koffer, den Rest machen wir. Ehrenamt mit Pfiff. Natürlich bei uns. Ihre Weltläden, ganz in Ihrer Nähe. Wohnträume werden wahr mit Fliesen, Naturstein oder Holz aus dem Fliesenparadies Lindau. Kunden nutzen Markenprodukte und besten Service. Fliesenparadies Lindau, Ihr Partner am Bodensee. Familie und Co. Das Familienmagazin mit Themen rund um Kind, Familie, Erziehung und Ausbildung. Ab sofort bei Allgäu TV Tipps und Trends. Jeden Dienstag um 19.45 Uhr. Waffenbär, das Haus der Jagd und Tracht in Kempten. Optimieren Sie Ihre Auffindbarkeit bei Google für relevante Keywords. Erhalten Sie wichtige Entscheidungshilfen. Suchmaschinenanalyse. Wir zeigen Ihnen wie. Verwöhn dich mit einem Day-Spa. Genieße ein unvergessliches Abendessen. Buche einen Tag in den Bergen. Liebes Rotflü, Ihr charmanter Gastgeber am Haldensee im Tannheimer Tal in Tirol. Küchenmeier, die Küchen Nummer 1 im Allgäu. Bei uns erhalten Sie Qualitätsküchen, die perfekt zu Ihrem Lebensstil passen. Und das mit unserem bekannt guten Service. Versprochen, innovative Küchen in Top-Qualität. Überzeugen Sie sich! Die nordische Ski-WM 2019 in Seefeld war aus deutscher Sicht mehr als erfolgreich. 9 Medaillen, davon 6-mal Gold, standen am Ende für den DSV zu Buche. In einem halben Jahr steht dann die Heim-WM in Oberstdorf an und das deutsche Team möchte wieder auf Medaillenjagd gehen. Ob das jedoch möglich ist, ist aufgrund von Corona aktuell noch unklar. Wir waren in Oberstdorf beim Training der Skispringerinnen und haben die Vorbereitungen auf die WM und die Saison begleitet. Im Moment bin ich noch einer der wenigen Zuschauer hier. Aber in ein paar Monaten sollen die Ränge wieder mit 25.000 jubelnden Fans gefüllt sein. Denn dann findet die nordische Ski-WM in Oberstdorf statt. Doch sie steht auf der Kippe. Was, wenn es einen zweiten Lockdown gibt und die WM oder die ganze Saison ins Wasser fällt? Diese Frage stellt sich auch das Team vom Deutschen Skiverband. Zu Besuch in der Audi Arena in Oberstdorf. Hier trainieren gerade die Skispringerinnen. Das Team mit der Oberstdorferin Katharina Althaus war bei der letzten Weltmeisterschaft ein Garant für gute Leistungen. Die Vorbereitungen auf die kommende WM und die Skisprungsaison laufen bereits auf Hochtouren. Ein einigermaßen normaler Trainingsbetrieb ist für die DSV-Athletinnen trotz Corona möglich. Eigentlich haben wir genau gleich angefangen wie sonst auch mit dem Training.
habe die erste Woche bei meinem Trainer im Garten trainiert, alleine, weil der dann eine Hantel zu Hause hatte. Ja, anfangs muss man uns ein bisschen einspielen, wie wer wann im Kraftraum ist dann, aber es ging dann eigentlich. Und durch das, dass die Schanze hier ja fertig wurde, kommt man auch daheim trainieren, also springen. Und von dem her ging es für uns eigentlich ganz gut, das Training normal so zu machen wie sonst auch. Während des Trainings haben alle neben der regulären Weltcup-Saison vor allem ein Ziel vor Augen. Das Highlight des Winters, die nordische Skiweltmeisterschaft in Oberstdorf. Doch durch die Corona-Krise kann es jederzeit zu einer Absage der WM kommen. Trotzdem muss das DSV-Team auf die Wettbewerbe bestens vorbereitet sein. Deshalb wird trotz der Pandemie hart trainiert. Denn Bundestrainer Andreas Bauer ist vor allem ein professioneller Umgang mit der Situation wichtig. Ja, wir kennen alle die Situation, wie sie momentan ist mit Corona. Aber wir müssen einfach als Sportler und als Trainerteam professionell denken. Also wir gehen davon aus in unseren Köpfen, dass die WM stattfinden wird hier bei uns zu Hause in Oberstdorf und werden uns auch dementsprechend jeden Tag professionell darauf vorbereiten. Auch Katharina Althaus ist sich der Besonderheit der Lage bewusst. Doch die Vize-Olympiasiegerin ist zuversichtlich, nach der WM in Oberstdorf 2005, die sie als Zuschauerin miterleben durfte, diesmal selbst an den Start gehen zu können. Klar, es kann gerade alles passieren. Ich hoffe einfach, dass alles so stattfindet wie geplant, gerade die WM auch. Ich bin da guter Dinge, dass die WM stattfindet. Ich hoffe, dass vielleicht sogar ein paar Zuschauer kommen dürfen. Und ich bereite mich einfach so vor, wie wenn alles stattfindet und gebe natürlich Gas, weil eine WM daheim hat man nicht jeden Tag. Wenn die Weltmeisterschaft stattfinden kann, bleibt immer noch die Frage offen, ob sie vor Publikum ausgetragen werden darf oder ob die Ränge der Arena leer bleiben müssen. Für Trainer Andreas Bauer wäre Letzteres ein herber Verlust. Wir erinnern uns alle gerne an 2005. Es war ein Skifest hier, vor allem mit den ganzen Zuschauern auch aus Skandinavien, die eine unheimliche Stimmung hier nach Oberstdorf gebracht haben. Und es wäre schön, das wieder so erleben zu können, weil das ist ja doch das, wo dann die Trainer und die Sportler davon profitieren, wo man auch viele Jahre davon erzählt und sich gern daran zurückerinnert. Aber ob dies möglich sein wird, persönlich würde ich es schon sehr schade finden, wenn man hier runterspringt und vor leeren Rängen, man hört den Aufsprung, dann im ganzen Stadion hallen und keiner applaudiert, keiner klatscht. Also da würde schon was fehlen. Es wäre, glaube ich, richtig komisch, ohne Publikum hier zu springen. Wäre für uns auf jeden Fall schade, gerade bei einer Heim-WM. Aber ja, ich hoffe, dass vielleicht ein paar kommen können. Das deutsche Team ist also zuversichtlich, auch bei der kommenden Heim-WM hier in Oberstdorf auf Medaillenjagd gehen zu können. Und hat die Hoffnung auf Zuschauer im Stadion noch nicht aufgegeben. Und damit zurück ins Studio. Ende August in Nesselwang, Ende Juli in Türkheim, davor in Lindenberg, Buchloe, Kirchhaslach und so weiter. Immer wieder melden sich Autofahrer bei der Polizei, weil Unbekannte die Radmuttern an ihren Autos gelöst haben. Das ist natürlich gefährlich und auch Unfälle sind im Allgäu dadurch schon passiert. Die Häufung dieser Fälle macht stutzig, vor allem weil die Polizei im Bereich Nordschwaben in der letzten Zeit viel damit zu tun hatte. Jetzt auch im Allgäu. Wir haben bei der Polizei nachgefragt. Wenn es um die Sicherheit im Straßenverkehr geht, dann sind die Reifen bzw. die Räder mit die wichtigsten Teile am Auto. Profiltiefe und die richtigen Reifen passend zur Jahreszeit, das sind so Sachen, auf die jeder Autofahrer selbst achten muss. Aber was ist, wenn sich das ganze Rad vom Wagen löst? Vielleicht sogar, weil jemand mit Absicht die Radmuttern gelöst hat. Das ist brandgefährlich, erzählt Dominik Geisler vom Polizeipräsidium Schwaben Südwest und kommt leider immer wieder vor. Wenn einem sowas passiert, dann liegt natürlich die Vermutung nahe, dass einem jemand was Böses will und die Radmuttern vorsätzlich gelockert hat. In den allermeisten Fällen stellt sich aber eine technische Ursache heraus. Beispielsweise die häufigste Ursache beim halbjährlichen Räderwechsel, werden die Räder nicht vorschriftsmäßig angezogen oder man vergisst sie nach einer gewissen Fahrtstrecke 20 bis 100 Kilometer nochmals nachzuziehen. Und im Verlauf, im Zusammenhang mit der Fahrdynamik, mit der Eigenbewegung des Autos, kann es dann passieren, dass sich Radmuttern lockern.
In anderen Fällen haben wir natürlich auch Vorsatztaten. Also es gibt diese Fälle, dass Personen vorsätzlich Radmuttern lockern. Und in diesen, man muss dazu sagen, wenigen Fällen, die die Polizei bei uns registriert, ist es oftmals ein Nachbarschaftsstreit oder eine Beziehungstat. Und falls wirklich Absicht dahinter steckt, kann es für den Täter auch ernst werden. Da kann es wirklich sein, dass eine Geldstrafe, aber auch Gefängnisstrafe droht. Wenn Sie sowas machen und es passiert etwas, dann geht das bis zu einem Tötungsdelikt tatbestandsmäßig. Und ansonsten haben wir einen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr, nennt sich diese Straftat. Und die wird auch mit Geldstrafe oder gar Gefängnis geahndet. Die häufigsten Ursachen sind dann aber doch technischer Natur. Dass Räder nicht richtig montiert werden zum Beispiel. Fehler passieren oft beim Selbermachen zu Hause, oft mit dem falschen Werkzeug. In Fachwerkstätten wie der von Michael Meyer in Kempten werden Verschmutzungen entfernt. Dort achtet man auf die richtigen Schrauben, das richtige Werkzeug und, ganz wichtig, auf das richtige Drehmoment beim Schrauben anziehen. Wenn man dann noch zur Nachkontrolle in die Werkstatt geht, kann eigentlich nicht mehr viel schiefgehen. Aber trotzdem melden sich bei der Polizei immer wieder Menschen, die gelöste Radmuttern zur Anzeige bringen. Also es kommt immer wieder vor, dass Leute bei der Polizei vorstellig werden und solche Geschehnisse zur Anzeige bringen, dass sich beispielsweise während der Fahrt die Radmuttern lösten, eine oder gar mehrere, was natürlich dann auch einen Unfall zur Folge haben kann. Aber wir hatten jetzt dieses Jahr keine außerordentliche Häufung an solchen Zahlen. Wir hatten jetzt im ersten Halbjahr 2020 ca. 30 Fälle, wo Anzeige erstattet wurde wegen gelösten Radmuttern. Das deckt sich aber mit den Vorjahren, also da haben wir keinen Hinweis auf eine Häufung oder gar einen Serienzusammenhang. Über aktuelle Ermittlungen oder Ermittlungserfolge konnte die Polizei keine Auskunft geben. Aber ob böse Absicht oder technisches Problem, lockere Radmuttern sind gefährlich und die Polizei rät, das Auto lieber einmal zu viel als einmal zu wenig zu checken. Auch wenn das im Alltag eher schwierig ist. Schule findet wieder in der Schule statt. Der sogenannte Präsenzunterricht, also das, was vor Corona völlig normal war, ist wieder losgegangen. Natürlich mit Einschränkungen. Neben den inzwischen fast alltäglichen Hygienevorschriften und Abstandsregeln ist es vor allem die Maskenpflicht im Unterricht, die den Schulalltag verändert. Der Schulstart nach den Sommerferien ist zwar erst ein paar Tage her. Wir haben trotzdem mal nachgefragt, wie es so läuft. Es ist wieder ein Stück normaler in den Schulen. Nach den Sommerferien ist das Coronavirus zwar nicht verschwunden, aber die Art, damit umzugehen, ist eine andere. Hinter all diesen Fenstern des Kemptner Hildegardis-Gymnasiums lernen und arbeiten wieder Schüler und Lehrer. Fast ein bisschen so wie vor den Schulschließungen im März und den Homeschooling-Versuchen danach, aber eben nur ein bisschen. Desinfektionsspender am Eingang, Schilder, die an den Abstand erinnern und Markierungen am Boden machen allen klar, Corona ist noch nicht vorbei. Trotzdem haben sich die meisten hier auf die Schule gefreut, Schüler und Lehrer gleichermaßen. Und auch Markus Wenninger, der Schulleiter am Hilde, hat den sogenannten Präsenzunterricht herbeigesehnt. Man ist ja Lehrer geworden, um mit den Schülerinnen und Schülern im Klassenzimmer zu agieren und zu kommunizieren und nicht ihnen von zu Hause Dinge zuzuschicken und zwar trotzdem da teilweise schon auch zu telefonieren oder eine Videokonferenz zu machen. Aber Lehrer wollen im Klassenzimmer sein und mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten und darum war die Vorfreude wirklich schon groß. Und man muss das eben ganz hoch schätzen, dass das möglich ist. Und vor dem Hintergrund muss man dann wieder sagen, sind die Einschränkungen oder Beschränkungen, die wir in Teilen haben, die muss man halt akzeptieren, um dieses hohe Gut des Präsenzunterrichts einfach haben zu können. Und darum, wir haben uns sehr darauf gefreut. Die Einschränkung, die wirklich neu ist, ist die Maskenpflicht. Die gilt auf dem gesamten Schulgelände und auch während des Unterrichts für Schüler und Lehrer. Zunächst insgesamt 9 Tage, also bis zum 18. September. Auch in der Schulorganisation gibt es Einschränkungen. Zum Beispiel dürfen Klassen nicht gemischt werden und auch die Pausenregelung ist kompliziert. Eine Klasse ist auf dem Flur, eine andere auf dem Schulhof. Die 9E bleibt heute während der großen Pause in ihrem Klassenzimmer. Damit und auch mit den Masken hat hier kaum einer Probleme. Mich stört die Maske eigentlich nicht so, weil halt irgendwie, es ist jetzt inzwischen schon normal. Ist halt schön, dass man wieder jetzt seine Freunde treffen kann.
aber mich stört die Maske nicht. Ist halt irgendwie anstrengend, wenn man jetzt durch das ganze Schulhaus rennt und dann wird es halt ein bisschen schwieriger zu atmen mit der Maske, aber eigentlich geht. Ist schon schön, wenn man jetzt wieder wirklich dann die Lehrer da hat und die Freunde und alles. Ist halt wirklich ja Unterricht, weil zur Schule gehört mehr dazu als nur Lernen. Also ich denke, die meisten sind eher zufrieden, dass sie jetzt wieder in die Schule gehen können, vor allem auch, weil sie eben ihre Freunde wiedersehen können. Und die meisten waren am Anfang ziemlich geschockt, dass sie jetzt eben den ganzen Unterricht in Maske tragen sollen. Aber ich glaube, die meisten finden es jetzt ziemlich okay. Es ist zwar nervig, aber es ist jetzt eben so und es dauert ja auch nicht mehr so lange, bis wir wahrscheinlich die Maske runtertun dürfen. Das hoffen alle. Schüler, Eltern, Lehrer und natürlich auch die vielen anderen Angestellten am Hilde. Normalität ist der größte Wunsch. Momentan kommt Normalität noch von Norm. Vorgaben, Richtlinien und Anweisungen werden zwar größtenteils von der Landespolitik vorgegeben, die Durchführung liegt aber im Bereich der Schule und ist für die Schulen selbst oft schwierig umzusetzen. Es ist manchmal nicht ganz einfach, diesen Rahmen auszuspannen zwischen dem, was ist jetzt Vorgabe und wie weit kann man bei der Umsetzung vor Ort gehen. Das ist natürlich immer klar. Es heißt dann immer, das muss an den Gegebenheiten vor Ort angepasst werden. Und die Frage ist dann manchmal schon, wie weit darf man davon weggehen? Wird das dann noch erfüllt? Alle sind sich einig, dass es kein Zurück geben darf. Trotz aller digitalen Fortschritte will man hier auf Homeschooling möglichst verzichten. Der größte Wunsch ist, dass wir nicht nochmal irgendwie so eine Schulschließung haben, weil wir haben jetzt zum Beispiel ja die 12. Jahrgangsstufe, die aufs Abitur zugeht, die hatten ein sehr besonderes zweites Halbjahr in der 11. Jahrgangsstufe. Da wird auch sogar das Abitur stoffmäßig angepasst und ich glaube, für die wäre es echt nochmal ein ziemlicher Brocken, wenn da jetzt nochmal zum Beispiel eine Schule geschlossen werden muss oder Unterricht einfach in den Distanzunterricht verlegt wird. Und da hoffe ich halt, und das muss man immer denken, wenn man einschränkende Maßnahmen hat, dass einfach dazu dient, hoffentlich möglichst lang oder das ganze Schuljahr hoffentlich den ganz normalen Präsenzunterricht halten zu können. Ja. All das ist abhängig von den Corona-Fallzahlen. Maske, Abstand und Desinfektionsmittel werden also noch eine Weile zur Normalität gehören. Ein gemeinsamer Warntag in ganz Deutschland hat am Donnerstag nach 30 Jahren zum ersten Mal wieder stattgefunden. In einigen Orten und Städten wurden um 11 Uhr die Sirenen ausgelöst oder andere Warnmittel getestet. Der Probealarm diente dazu, die Funktionsfähigkeit der Warnsysteme in Bayern zu testen und die Bevölkerung auf die Bedeutung eines Sirenensignals hinzuweisen. Auch der Landkreis Oberallgäu nahm am Aktionstag teil. Jedoch wurden dort nicht überwiegend die Sirenen getestet, sondern andere Warnmittel, wie beispielsweise eine App. Meine Kollegin Anja Neuhauser mit den Einzelheiten. Ein bundesweiter Probealarm über alle vorhandenen Warnmittel. Diese Mitteilung hat heute deutschlandweit die Bevölkerung in den unterschiedlichsten Medien erreicht. Also es ist so, dass Informationen über die Presse gesteuert wurden. Es wurde auch in den Nachrichten, wie auch immer bei den Öffentlich-Rechtlichen, bei den Privaten, kundgetan, dass heute dieser Warntag stattfindet. Es geht, wie bereits angesprochen, um die Testung zum einen, aber auch um die Sensibilisierung. Es wird also kein Feuerwehrauto durch die Örtlichkeit durchfahren, sondern es werden nur entsprechend diese Testungen durchgeführt. Zusätzlich zur Sirene gibt es aber noch andere Warnmittel. Im Oberallgäu wird beispielsweise die Warn-App Nina benutzt. Bei der werden alle aktuellen Informationen zu Unwetterwarnungen, Brände oder anderen Katastrophen hochgeladen, die dann von der Bevölkerung abgerufen werden können. Das meistgenutzte Warnmittel ist aber der Taschenmeldeempfänger, eine sogenannte stille Alarmierung, die vor allem von Feuerwehren, Bergwacht und Sanitätern genutzt wird. Das bedeutet, wenn ein Notruf jetzt bei der integrierten Leitstelle Allgäu eingeht, deren Sitz in Kempten ist, dann wird einfach eine Tonrufkombination elektronisch hinausgeschickt. Und dann gibt es den einen Part, dass dieses Signal einen Fernwirkempfänger ansteuert, der dann die Sirene auslöst. Der zweite Part ist der, dass also diese Tonrufkombination auch hinausgeschickt wird und erreicht dann die entsprechenden Taschenmeldeempfänger. Das heißt also, die sind am Mann, wie der Name schon sagt, Taschenmeldeempfänger, am Gürtel angebracht. Der heutige Warntag war eine bundesweite Aktion. Geplant ist, dass dieser Tag jährlich wiederholt wird. Im Freistaat Bayern finden aber schon seit vielen Jahren landesweite Warntage statt, meistens zweimal im Jahr. Der nächste Bayerische Warntag wird dann wieder im April stattfinden.
Etwa 9000 Menschen stehen in Deutschland auf der Warteliste für ein Spenderorgan. Circa 60 davon kommen aus dem Allgäu. Das ist die Zahl der Patienten, die alleine am Klinikum der Universität München gemeldet sind. Eine von insgesamt 7 spezialisierten Kliniken in ganz Bayern. Doch die Wartelisten sind lang. Meist ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Und der Preis ist das Leben. Doch wie wird entschieden, wer als nächstes die lebensrettende Spende in Anspruch nehmen darf? Eine Antwort, die über Leben und Tod entscheiden kann. Das ist Karl-Heinz Spitzner aus Oberstdorf. Der Musiker erfreut sich einer guten Gesundheit. Doch das war nicht immer so. Vor 7 Jahren erhielt er aus heiterem Himmel die Diagnose Nierenversagen. Eine schwere und anstrengende Zeit begann für den damals 56-Jährigen. 3-mal pro Woche, 5 Stunden lang, musste er in der nephrologischen Praxis in Immenstadt zur Dialyse. Wir haben dann im Dialysezentrum Immenstadt habe ich dann 6 Wochen die Dialyse gemacht, also die Blutwäsche. Und nach 6-7 Wochen haben wir dann umgestellt auf die sogenannte Bauchfelldialyse. Und das war natürlich eine Erleichterung, weil dann konnte ich meine Dialyse zu Hause machen. Ohne diese Maßnahme hätten ihm die Ärzte nur noch eine Woche zu leben gegeben. Aber was das Schöne an der ganzen Sache war, bereits nach 14 Tagen hat mir meine damals behandelnde und auch heute noch behandelnde Ärztin Dr. Elze mitgeteilt, dass meine Frau bereit ist, mir eine Niere zu spenden. Und das war natürlich ein Freudenfest. Seit 2006 sind Margarete und Karl-Heinz Spitzner verheiratet. Nicht jeder Patient hat das Glück, ein Spenderorgan von einem Angehörigen zu bekommen. Die meisten kommen erstmal auf eine Warteliste und diese ist lang. Doch wie wird entschieden, wer als nächstes eine lebensrettende Spende in Anspruch nehmen darf? Wir fragen nach bei Dr. Helmut Abrugast, bereichsleitender Oberarzt am Klinikum der Universität München. Diese Liste wird bei Eurotransplant geführt im holländischen Leiden und Patienten werden dort von einem Computer unbestechlich mehr oder weniger ausgesucht, wer für ein bestimmtes Spenderorgan der passendste Kandidat ist, der am längsten gewartet hat, der die höchste Punktzahl bekommt. Das geht nach strengen Regeln der Bundesärztekammer und diese Auswahl wird auch immer wieder neu überprüft. Zu Beginn hatte Karl-Heinz Spitzner noch Bedenken, was die Spende durch seine Frau anging. Als sie sich dazu bereit erklärte, hegte er zunächst Zweifel, ob er das von ihr verlangen konnte. Seine Frau Margarete überlegte jedoch nicht lange. Ihre Entscheidung, sich eine Niere entnehmen zu lassen, stand schnell fest. Ich wollte, dass er lebt und dass er mit mir lebt. Und ich wollte, dass wir zusammen alt werden. Und ich habe ihm dann gesagt, mit meiner Batterie läufst du wie eine Eins. Karl-Heinz Spitzner geht es heute ausgezeichnet und seiner Frau ebenfalls. Ja, ich lebe und mir geht es gut. Und ich habe den besten Fitnesstrainer der Welt, meine kleine Enkelin, die Emilia. Die ist jetzt 4,5. Und zu der Zeit, als ich vor der Dialyse stand, da war meine Stieftochter schwanger. Und ich habe damals zu dem Professor Torban im Rechts der Isar gesagt, ich möchte dieses Kind im Arm halten. Er möge mich bitte am Leben erhalten, natürlich genauso wie meine Frau. Und er hat Wort gehalten und ich konnte zu dem Zeitpunkt noch nicht ahnen, dass da ein kleiner Fitnessguru für den Opa auf die Welt kommt. Aber mir geht's gut. Margarete Spitzner hat ihrem Mann mit einem Ja zu einer Organspende das Leben gerettet. Das wohl größte Geschenk, das man einem Menschen machen kann. Optimieren Sie Ihren Milchviehbetrieb. Gemini, der Bomatic-Melkroboter, liefert überlegene Milchqualität bei bester Melkbarkeit. Schonend, zügig, vollständig. Für hohe Rentabilität und das Wohlbefinden Ihrer Tiere. Gemini von Bomatic.
Irre! Das ist, was die Leute sagen, wenn sie das erste Mal bei Metallmichl sind. Ja, was sagst du? Komm du in den rostigen Garten auf Betzigau. Schau Gesichtsschutzwände und allerlei Rostiges an. Wir freuen uns auf dich. Bis bald, euer Metallmichl. Reduziert Arbeitskosten und erhöht die Milchleistung. Eignet sich für jedes Futter, Heu, Silage oder Grünfutter. Ranger, der selbstfahrende Futterschieber von Bomatic. Totalräumung wegen Umbau bei Bettennägele in Kaufbeuren. Alles muss raus, von der Matratze bis zur Bettwäsche. Alles radikal reduziert bei Bettennägele in Kaufbeuren. Für eine erfolgbringende Partnerschaft. Ihr Bomatic-Team Allgäu. MyClickCard, die exklusive Kundenkarte für das Allgäu und die Bodenseeregion. Viele Vorteile und Sofortrabatte. Hier kaufen, hier sparen. Bei unseren Vorteilspartnern erhalten Sie alle Angebote ein ganzes Jahr lang. Mehr Infos unter www.myclickcard.de. Mehr Fun, mehr Action, mehr Möglichkeiten. E-Bikes von Husqvarna. Jetzt bei Zweirad-Haus Müller in Waltenhofen. Auch Ihre Kunden schauen zu. Erreichen Sie das ganze Allgäu mit Werbung auf Allgäu TV. Schon ab 250 Euro im Monat. Schreiben Sie uns einfach per E-Mail an werbung@rundfunkhaus-allgäu.de. Gesellige Einkehr in gastfreundlichem Ambiente. Willkommen im Bistro Relax. Gut bürgerliche Küche und traditionelle Atmosphäre machen das Brauereiwirtshaus Wilde Männle zum Treffpunkt. Liebhaber edler Tropfen kommen in der Weinstube Luitpold 11 auf ihre Kosten. Dreimal ausgezeichnete Gastlichkeit im Herzen von Oberstdorf. Kaum ist die Schule gestartet, ist sie für die erste Schulklasse auch schon wieder beendet. Eine Klasse mit 19 Schülern, eine Lehrerin und eine weitere Mitarbeiterin der Mittelschule Bad Wörishofen befinden sich derzeit in Quarantäne. Eine Schülerin war positiv auf das Coronavirus getestet worden. Auch in einer Kindertagesstätte und einem Seniorenheim gab es im Landkreis Unterallgäu ähnliche Vorfälle. Mehr zu den Geschehnissen und aktuellen Zahlen des Landkreises erfahren Sie jetzt im Gespräch mit der Pressestelle des Landratsamts. Frau Büchele, vor kurzem, vor ein paar Tagen, wurde ja in Memmingen gerade der kritische Wert von 50 infizierten Personen pro 100.000 Einwohner überschritten. Wie ist denn derzeit die Situation im Landkreis insgesamt? Also wir sind im Landkreis von dem Wert noch entfernt. Also unsere sogenannte 7-Tage-Inzidenz, die liegt jetzt knapp unter 30. Bei 35, das ist so der Schwellenwert, wo man dann mal gucken muss, ob man Maßnahmen ergreifen muss. Das ist jetzt die 7-Tage-Inzidenz. Wie viele reelle infizierte Personen gibt es denn? Also wir haben jetzt im Moment im Landkreis Unterallgäu 45 Personen, die aktuell positiv auf das Coronavirus getestet worden sind. Insgesamt, wenn man die Anzahl anschaut, seit März, als das ganze Thema aufkam, von den ersten Fällen an, waren das jetzt insgesamt bei uns im Landkreis 379 Fälle. Aktuell gab es ja drei Vorfälle im Landkreis, in einem Seniorenheim, in einer Kindertageseinrichtung in Babenhausen und in einer Mittelschule in Bad Wörishofen. Was war da genau? Also in Babenhausen, im Kindergarten, da war eine Mitarbeiterin, die positiv getestet worden ist. Und da musste man also eine Kindergruppe in Quarantäne schicken und testen. Und man musste auch das gesamte Personal testen. Die ersten Testergebnisse, die haben wir schon, die sind zum Glück alle negativ. Aber der Kindergarten ist jetzt im Moment geschlossen. In der Senioreneinrichtung, da war es auch eine Pflegekraft, die da positiv getestet worden ist. Da hat man jetzt das Personal in diesem Trakt, wo diese Person tätig war, da hat man das gesamte Personal und die Bewohner schon zum zweiten Mal getestet.
Da hat sich jetzt herausgestellt, dass sich einige Mitarbeiter auch angesteckt hatten und 8 Senioren. Und man hat natürlich die infizierten Personen sofort isoliert. In dieser Einrichtung besteht im Moment auch Besuchsverbot. Also man versucht wirklich die Ausbreitung jetzt einzudämmen, dass sich nicht noch weitere Leute da anstecken. Dann hat man noch den Fall in einer Schulklasse, da war also von den Schülern jemand, der auf Corona positiv getestet worden ist. Und da hat man jetzt eine Schulklasse in Quarantäne schicken müssen, plus von den Mitarbeitern der Schule auch nur 2 Personen. Da hat man jetzt erst gestern getestet, das heißt, da können wir noch nicht sagen, wie die ganze Geschichte ausgeht. Aber letztendlich jeden positiven Fall, den wir testen und feststellen, der ist für uns ja auch eine Möglichkeit, für unsere Kollegen vom Gesundheitsamt da einzugreifen und die Kontaktpersonen zu ermitteln und die dann auch zu testen und damit das Infektionsgeschehen einzugrenzen. Und deshalb sind diese Tests auch wichtig. Mhm. Die Senioren in diesem Seniorenheim, die gehören ja zur Risikogruppe. Wie geht es denn denen gerade und wie werden die behandelt? Also die werden natürlich weiter in der Einrichtung betreut. Zum Glück ging es jetzt noch niemandem so schlecht, dass man jemand ins Krankenhaus schicken hätte müssen. Und ja, wir drücken einfach die Daumen, dass da alle wieder gesund werden. Dann hoffen wir natürlich, dass es zu dieser befürchteten zweiten Welle nicht kommen wird. Und wir bedanken uns ganz herzlich für die aktuellen Zahlen und für den aktuellen Stand der Dinge. Vielen Dank. Standortpolitik für ein Bayern von morgen, so lautet der Name des Positionspapieres, das die Landtagsfraktion der FDP bei ihrer Herbstklausur in Lindau beschlossen hat. Über 70 Forderungen sind darin enthalten, unter anderem zu den Themen Digitalisierung und Stärkung des ländlichen Raums. FDP tagt in Lindau. Die Klausurtagung der Bayerischen Landtagsfraktion der FDP ist heute in Lindau zu Ende gegangen. 3 Tage lang debattierten die Abgeordneten über die Themen, mit denen die Liberalen in die nächsten Monate gehen wollen. Herausgekommen ist das Positionspapier Standortpolitik für das Bayern von morgen. Darin enthalten sind 70 Forderungen. Ein zentrales Thema dabei ist die Digitalisierung. Sie müssen jetzt einmal nur versuchen, auf dem Weg nach Hause zu telefonieren. Dann haben Sie einen der größten Missstände, das heißt, die Digitalisierung steckt noch mehr als in den Kinderschuhen und die Digitalisierung in den Behörden, das sieht ja genauso aus. Versuchen Sie doch einmal digital ein Dokument oder einen Behördegang zu kompensieren, zu ersetzen, dann werden Sie da nicht erfolgreich sein. Auch der ländliche Raum wie das Allgäu soll nach dem Willen der FDP-Fraktion gestärkt werden. Wir haben also einige Beschlüsse, die jetzt tatsächlich auch bei uns greifen würden. Wir haben zum Beispiel jetzt in meinem Bereich den ländlichen Raum, und zwar eine Niederlassungsoffensive für die Hausärzte geplant. Wir haben zum Beispiel die Abschaffung der Gewerbesteuer mit aufgenommen. Wir haben eine Digitalisierung der Behörden vor und zum Beispiel auch eine Verenglischung, also die Möglichkeit für den Bürger, auch wenn er aus dem Ausland kommt, auf Englisch sich die einzelnen Behördengänge zu ermöglichen. Weitere zentrale Beschlüsse betreffen Bildung, Forschung und Wissenschaft. Hier fordert die Fraktion unter anderem eine größere Konkurrenz unter den Schulen sowie einen staatlich geförderten Fonds, mit denen Studierende und Professoren einfacher eigene Start-up-Unternehmen gründen können. Was ist eigentlich ein Retrogradist? So einfach zu erklären ist es gar nicht, aber vorstellen kann ich ihn einen, und zwar Adi Hösle. Er ist der einzige Retrogradist, den es weltweit gibt. Es liegt vielleicht daran, dass er diese Bezeichnung selbst entwickelt und dann auch schützen hat lassen. Kurz erklärt kann man sagen, dass sich ein Retrogradist mit der Rückbildung von Kunst beschäftigt. Was das genau bedeutet, durfte meine Kollegin Anne Blei in der neuen Ausgabe von Allgäu TV in Babenhausen erfahren.
Willkommen in Babenhausen. Hierher hat es uns für die neue Ausgabe Allgäu TV Inn verschlagen. Ein Ort mit ca. 6.500 Einwohnern im Landkreis Unterallgäu. Der Markt Babenhausen ist bekannt für sein Fuggerschloss aus dem 13. Jahrhundert, das ich natürlich besuchen möchte, wenn ich schon mal hier bin. Um auch etwas über die Geschichte des Schlosses zu erfahren, treffe ich mich mit Dieter Spindler vom historischen Verein Babenhausen. Ja, das Schloss, das bestand, also dieser linke Teil, wo es Sonne schön drauf scheint, das war, ist der sogenannte Rechbergbau. Der bestand schon in kleinerer Form von den Rechbergern, die vor den Fuggern 160 Jahre lang die Herrschaft ausgeübt haben. Und Anton Fugger aus Augsburg hat dann alles andere dazu gebaut. Noch heute ist das Schloss im Besitz der Fugger. Gerade ist sogar der Schlossherr zu Hause. Das erkennt man an der blau-gelben Fahne. Wenn die weht, weiß man, dass Hubertus Fürst Fugger Babenhausen gerade im Schloss ist. Spannend, welche Traditionen es bis in die Neuzeit geschafft haben. Vom Schloss geht es für mich zurück in den Ort. Ich mache mich auf den Weg zu Adi Hösle. Der Künstler bezeichnet sich selbst als Retrogradist und hat diese Bezeichnung sogar schützen lassen. Da frage ich doch gleich mal nach, was Retrogradist überhaupt bedeutet. Ein Retrogradist ist ein Mensch, der sich mit Rückbildungsmaßnahmen im Kunst- und Kulturkontext beschäftigt, könnte man sagen, wenn man es auf einen Satz beschränken möchte. Was heißt Rückbildungsmaßnahmen genau? Wird erst gemalt und dann wieder was weggenommen? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel nicht aus der Kunst. Das Kernkraftwerk Gundremming, das ja hier gar nicht so weit weg steht, eben im Landkreis Günzburg, Luftlinie würde ich mal sagen, rund 50 Kilometer. Block A wurde bereits seit rund 20 Jahren und wird seit rund 20 oder 25 Jahren rückgebaut. Also auch eine retrograde Maßnahme in dem Sinn, dass wieder eine grüne Wiese entstehen soll. Das heißt, diese ganzen Techniker, Ingenieure, die dort arbeiten, müssen hochkreativ sein, weil es bis dato keine Vergleichsmomente gibt, um etwas wieder wegzunehmen und einen Zustand wiederherzustellen, der entweder grüne Wiese war, grün oder vielleicht sogar schöner oder besser wie das, was jetzt ist. Also die erfinden sozusagen das Nichts im Grunde genommen oder das Zurückführen auf ein Nichts. Und in der Kunst ist es so, dass ich mit Überlegungen seit rund 30 Jahren beschäftigt bin, mich beschäftige, ist es möglich, dass das Nicht-Kreative, also das Zurücknehmen, ein gleicher kreativer Akt sein kann, als wir das entstehen lassen. Spannend, was es nicht alles in den kleinen Gemeinden des Allgäus gibt. Adi Hösle, den weltweit einzigen Retrogradisten, dessen Bilder sogar im Deutschen Bundestag ausgestellt sind. Wie kommt es denn dazu? Ruft da dann Frau Merkel bei Ihnen an und sagt, wir hätten gerne ein Bild von Ihnen oder wie? Wie läuft es ab? Die haben übrigens dieses Bild gekauft. Also das ist eine Dreierauflage und nochmal eins von ihr. Nein, das war ganz anders. 2018 hatten mich der Bundesbeauftragte für die Belange von behinderten Menschen, Herr Dusel, eingeladen für eine Ausstellung im Gleisthaus in Berlin. Und unter anderem hat eben die Claudia Roth, die ja hier aus Babenhausen ist, diese Ausstellung mitbekommen und den Katalog und sagte, Mensch, also das ist ja ein Thema, das gibt es in der Sammlung des Bundestages gar nicht. Das wäre doch toll, wenn wir da was dabei hätten. Und hat mich dann vorgeschlagen. Und dann ist es halt eine Jurierung und dann wird das entweder abgelehnt oder gekauft und dann wurde die Zeit gekauft. Ich bin wie immer begeistert, dass man auch für Dinge wie Kunst und Kultur nicht weit reisen muss. Letztendlich hat man doch das meiste vor seiner Haustür. Man muss nur wissen, wo. Das war wieder eine ereignisreiche Woche. Ich hoffe, Sie haben jetzt noch ein entspanntes Wochenende. Und wenn Sie Lust haben, dann sehen wir uns am Montagabend pünktlich um 18 Uhr wieder. Ich würde mich freuen.